heute habe ich für euch ein DM-Haul. Ihr könnt wahrscheinlich schon ein bisschen von der Tüte hier erkennen. Ich habe ein paar Sachen für mich und für den Louis gekauft. Und ich beginne direkt mit dieser Sache. Ich weiß, manche Leute von euch mögen das, wenn man direkt vom Intro zum Inhalt geht und manche finden es doof. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das denn jetzt findet. Soll ich schneller starten oder langsamer? Würde ich mal gerne wissen. Jedenfalls starte ich hier jetzt mal mit einer Zahnbürste. Die ist schwarz, also beziehungsweise die Borsten, das habe ich noch nie gesehen. Und zwar sollen das extra feine Aktivkohleborsten sein. Die sollen ein natürliches Zahnweiß fördern und da bin ich echt mal gespannt. Die Borsten sind auf jeden Fall viel länger und feiner und es sieht so weich aus. Also ich bin, okay, hier steht auf jeden Fall mittel, aber es sieht auf jeden Fall sehr weich aus. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird und ob das schön ist für die Zähne. Falls es schon mal jemand von euch getestet hat, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Als nächstes habe ich einen Rasierer geholt, und zwar einen Männerrasierer. Balea Man Precision 5, geeignet für sensible Haut. Oh Gott, was ist das? Leute, hier ist so eine ganz komische Fliege. Die sieht nicht ganz normal aus. Warte, ich filme sie kurz mit meinem iPhone und blende sie euch ins Video ein. Das ist nicht cool. Ich habe mich voll erschrocken. Ich hasse Krabbeltiere. Da, Leute, die sieht nicht ganz normal aus, oder? Irgendwas ist mit der. Vielleicht ist die einfach alt. Oh, ich muss die mal kurz rausbringen. So, das war jetzt irgendwie ein bisschen eklig. Seid ihr auch so? Ich habe so Schiss vor so Fliegetieren. Also, egal ob es jetzt so eine Schnarke ist oder ich habe sogar Schiss vor Mücken. Voll ekelhaft. Also, ich weiß nicht, ob ich da ein Mimöschen bin oder ob das bei euch auch so ist. Jedenfalls wollte ich starten und von diesem Rasierer hier erzählen. Und zwar kaufe ich mir jetzt keine Frauenrasierer mehr, weil Männerrasierer sind erstens viel, viel besser, weil die mehr Klingen haben. Und zweitens, also ich finde, das ist einfach ein besseres Ergebnis zum Schluss. Ich habe jetzt nicht viele Haare und auch nicht harte Haare. Ich habe so blonde, dünne Haare, die bei einer Bewegung abbrechen. Aber trotzdem an den Knien wird es bei mir zum Beispiel einfach viel, viel ordentlicher, wenn ich einen Männerrasierer benutze. Und ja, ich finde auch, dass die teilweise günstiger sind als die farblichen von den Frauen. Und mir ist das eigentlich ganz egal, ob der jetzt hier schwarz, blau, silber ist oder ob der pink ist. Rasierer ist Rasierer, Hauptsache der rasiert gut. Als nächstes habe ich 4 Dosen Hundefutter bei DM geholt. Und zwar von Dein Bestes Naturverliebt. 60% Rind mit Kartoffeln, Karotte und Distelöl ohne Zuckerzusatz. Ich habe mal gelesen, dass das Futter hier gar nicht so schlecht sein soll. Und deswegen habe ich das jetzt mal geholt. Ab und zu koche ich ihm auch gerne selber Sachen. Ich variiere da immer so ein bisschen. Man muss ja immer nur vorsichtig sein, weil wenn man so zu schnell umstellt, dann kriegen die Hunde ja Durchfall. Und ich wechsle halt immer so ein bisschen bedacht. Und jetzt habe ich halt gedacht, kaufe ich das hier mal. Das mag er auch ganz gerne. Er mag sowieso am liebsten Rind und gar nicht so gerne Hähnchenfleisch und sowas. Und ja, genau. Ach ja, übrigens habe ich davon 4 Dosen geholt. Ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe. Und dann habe ich mir noch ein Beauty Blender geholt oder ein Präzisions-Make-up-Eye, stehe ich hier drauf. Das Ganze ist jetzt mal in der Farbe Türkis, hatte ich auch noch nicht. Finde ich mal besser als immer nur dieses langweilige Pink. Und genau, ja, die muss man ja echt oft wechseln, weil der Louis liebt meinen Beauty Blender. Ich hole mal gerade meinen alten Beauty Blender hoch, da werdet ihr euch wundern. So sieht er aus, der klaut ihn mir andauernd und kaut drauf rum. Manchmal stöbert er auch in meine Schminksachen, weil der riecht, da ist der Beauty Blender drin. Und dann will der den haben und damit spielen. Also, als hätte der irgendwie so einen Sender für Beauty Blender. Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es nicht euren Hunden, weil die zerfetzen sind 1000 Teile. Und er hat es mal gefressen und dann sich übergeben. Und das ist ja nicht schön für ihn. Ja. Also, muss ich meine Beauty Blender besser verstecken? Diese Evelyn Augenbrauenrasierer fand ich, oder Augenbrauenformer, fand ich immer voll scheiße. Weil bei mir haben die nie wirklich was gebracht. Aber alle anderen, die ich kenne, es gibt niemanden, den ich kenne, der die nicht geil findet, außer mir. Und da habe ich mir gedacht, da kann ja mit mir irgendwas nicht stehen. Vielleicht habe ich das falsch angewendet oder sonst irgendwas. Jedenfalls habe ich mir gedacht, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Weil bei mir kommen hier eigentlich kaum noch Haare nach, nur so 2, 3 pro Seite. Nur ansonsten kommen so helle Haare, so dünne. Und die kriegt man halt auch nicht immer mit der Pinzette. Und manchmal fühle ich hier so und denke mir so, ist ein bisschen pelzig da, obwohl man nichts sieht. Und deswegen dachte ich mir, kann ich dann einfach mal damit drüber gehen. Ich werde es jetzt nochmal probieren und euch berichten, ob es dann ja, besser geworden ist mit der Anwendung.
Auf dieses Produkt hier bin ich ziemlich gespannt. Und zwar bin ich durch die liebe Sarah Desideria darauf aufmerksam geworden. Und zwar hat sie letztens einen Live-Test gemacht und geguckt, ob diese Strumpfhose wirklich unzerstörbar ist. Denn die ist aus der Höhle der Löwen und diese Strumpfhose wirkt damit, dass sie unzerstörbar ist. Und dann hat sie wirklich mit Drahtbürsten, mit Rasierer, mit allem drum und dran ist sie drüber gegangen und die ist einfach nicht kaputt gegangen. Die Stellen sind dann vielleicht ein bisschen dunkler geworden, aber nirgendwo war eine Laufmasche oder sowas und das finde ich echt bemerkenswert. Die hat jetzt 15 Euro gekostet, aber wenn die jetzt, sage ich mal, ein Jahr hält, dann hat man die 15 Euro wieder raus und muss nicht so oft zu DM oder sonst wo laufen und sich neue Strumpfhosen kaufen. Das ist echt richtig cool. Hier habe ich jetzt wieder was für Louis mitgebracht. Das ist von Frohlich, das Rodeo. Das sind so getwistete Stängchen, die isst er mal ganz gerne zwischendurch. Das gebe ich dem einfach zur Beschäftigung und damit er was hat, um seine Zähne so ein bisschen zu reinigen. Und mag er ganz gerne auf jeden Fall. Diese Augenpads hier habe ich auch nochmal mitgenommen. Und zwar sind das die Antifalten-Augenpads Q10 Vitalisierend von Balea. Die habe ich mir jetzt schon milliardenmal nachgekauft. Ich finde die so toll, wenn ich mir die unter die Augen mache, dann ist die Haut darunter sehr gepflegt und dieses Fältchen, was jeder hat hier, das ist weg einfach danach. Und das bedeutet für mich persönlich, dass es meiner Haut auf jeden Fall hilft. Und unter den Augen muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein, vor allem wenn es auf die 30 zugeht, so wie bei mir. Das hört sich voll alt an. Und genau, deswegen habe ich sie nochmal nachgekauft. Ich habe sie übrigens auch schon meiner Mama angedreht und die findet die auch toll. Die war auch richtig verwundert, wie gut das einfach ist für die Haut unter den Augen. Und ja, sollte man mal ausprobieren. Hier habe ich jetzt nochmal ein Gesichtswasser mitgenommen. Das ist aber nicht für mich, sondern für den Paul. Also das steht hier aber für den Paul, weil ich benutze immer das, wo auch noch ein bisschen Öl mit drin ist, damit ich mein gesamtes Make-up auch nochmal besser entfernen kann. Und er benutzt halt ganz gerne das hier. Und damit er hier einfach sein gewohntes Gesichtswasser hat, habe ich ihm das gekauft. Ich bin eine nette Freundin, oder? Schon wieder was für den Louis gekauft. Und zwar sind das von Dein Bestes Dental 18 Kaustangen. Das ist dann einfach Rinderhaut, die ist getrocknet und einfach so wickelt, dass da so Stangen bei rausgekommen sind. Das gebe ich ihm auch sehr gerne zum Kauen. Damit ist er sehr, sehr lange beschäftigt. Das ist gut für die Zähne. Gut gegen den Zahnstein, damit er sich gar nicht erst bildet und ja, habe ich auf jeden Fall vom Tierarzt empfohlen bekommen, so etwas ihm zu geben und deswegen möchte ich das immer im Haus haben, damit er da machen kann, was er will. So, jetzt habe ich hier nur noch zwei Produkte und zwar ist es zum einen von Balea das Q10 Antifaltenkonzentrat, das sind hier diese kleinen Tröpfchen, so nenne ich sie immer. Ich mag es sehr gerne. Erst trägt man es auf die Haut auf und es wird so ein bisschen fettig. Und nach 10 Sekunden ist es dann eingezogen und die Haut fühlt sich einfach mega toll an. Und das empfehle ich einfach jedem, den ich sehe. Also immer wenn man mich fragt, was ist gut für die Haut, dann sage ich, geh die Q10 Antifaltenkonzentratkapseln von Balea kaufen. Und dann machen die das. Und bisher fanden die alle gut. Zu guter Letzt habe ich mir noch einen Lip Liner geholt, weil ich denke, dass meiner bald den Geist aufgeben wird. Und das ist jetzt von Trend It Up Contour & Glide, die Farbe 400. Das ist mein etwas dunklerer Ton als das, was ich sonst verwende. Das Problem ist, meinen gab es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob der aus dem Sortiment rausgenommen wurde oder wie auch immer. Jedenfalls ist der auch extra matt und meiner war ein bisschen glänzender. Und genau, aber der wird bestimmt auch super sein. Ja, ihr Lieben, das waren dann jetzt auch schon alle Produkte, die ich euch gerne zeigen wollte. Heute mache ich oft so, oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und mir fleißig eure Kommentare zu schreiben, weil ich freue mich immer, wenn ich mit euch kommunizieren kann. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann! Ciao!